Was haben wir denn hier versteckt? Was ist denn das hier? Alter, ganz viele Steckbriefe. Ganz viele Leute, die vermisst werden. Aha. Also ich muss... Wo muss ich denn jetzt hin? Genau, da ist das hier. Da kommt jetzt noch gleich ein Typ hier. Das hier bringt uns nichts. Hier kommt jetzt noch gleich von rechts. Achso, ne, hier ist ja Wand. Ein Kontrollpunkt. Aber hier komme ich ja wieder da raus, wo die ganzen Polizisten sind, richtig? Genau. Das heißt, ich gehe hier runter. Hier rüber. Wo geht's denn hier lang? Also das ist... Polizist weniger. Den werden wir auch gleich mal los. So. Und jetzt habe ich da was gesehen. Hier nach rechts geht es nicht auch noch. Achso, ne, da ist noch diese komische Heizung oder was das soll. Da ist auch noch ein Typi. B. So, der hat uns aber leider entdeckt. Jetzt haben wir wieder Minuspunkte. Eieieiei. Kein Platz mehr. Das war mir klar. So, wir sind jetzt da drin. Das bringt uns nichts. Ich glaube, hier ist hier unten keiner mehr unterwegs. Hier geht's nur zu diesem alten Mann zurück. Ich bete zum heiligen Antonius und zu einem Mutter Gottes, ihr Segen sei gelassen. Ich bete zu ihnen für die Verlorenen, Vermissten und Verschwundenen. Hoch. Tut mir jetzt leid, wenn es ein bisschen länger dauert, und doch natürlich ist es langweilig. Klar, ich verstehe es. Aber ich weiß hier gerade wirklich nicht, wo es weitergehen soll. Am besten will nicht. Ich muss irgendwo dahinter. So. Benzinkanister. Nehmen wir doch den mal mit. So, hier geradeaus ist der Kontrollpunkt. Und dann nichts mehr. Hier raus kommen wir zu den Polizisten. Aber sicher doch. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal hier durch diesen Lüftungsschacht. Ja, da komme ich jetzt hier hin.
Jetzt kann ich da an eine Kante und an der Kante kann ich auch oben. Wo geht der Typ hin? Nee. Okay. Ich schmeiße den mal da rüber. Ich hoffe, dass mein Instinkt jetzt reicht. Da komme ich nämlich jetzt hier irgendwo hin. Oh. Sehr schön. Ja, das ist... Also ich muss sagen, dieses Level habe ich schon mal gespielt, deswegen war es mir jetzt auch peinlich, dass ich den Ausgang so nicht gefunden habe. Aber hier war ich noch nie. Das ist der Keller vom Wichsen. Girls, girls, girls. Ah, na guck an. Hawaii sagt ihn dann wohl auch nichts, oder? Nur, dass da eine Menge gesurft wird, Kumpel. Ich bin nicht ihr Kumpel, klar. Wir haben ein Mädchen aus ihrem Club gefunden. Vergewaltigt und wie sind Sie denn drauf? Wenn Sie Titten sehen wollen, müssen Sie bezahlen. Oh, kommen Sie schon, Mann. Hank kennt mich. Hey, Hank lässt mich immer rein. Was, Officer? Bitte, ist Hank da? Hm. Kennen Sie Hank? Hank kennt mich. Ich kenne keinen Scheiß Hank, okay? Aber ich habe eine bessere Idee. Scheren Sie sich zum Teufel und kommen Sie wieder, wenn Sie Geld haben. Und jetzt verschwinden Sie. Okay, schon gut. Aber... Können Sie mir einen Gefallen tun? Denken Sie dran, gehen Sie zur Bar, wenn Sie im Wichsen-Club sind. Tom ist gerne da, wo die Action ist. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so zeigen darf. Da ist Tom. Wo ist unser Ziel? Da hinten. Und hier scheint es auf meinem Ziel. Gut. Kann man hier spielen? Hey. Wie geht's Ihnen, Officer? Ach. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ich dir auch. Wäre aber nett, wenn ich dich hier jetzt schnell mal rausnehmen könnte. Genau. Hopp. Und dann fuck. Schlüsselkarte? Von dem kriege ich auch schon eine Schlüsselkarte. Das wusste ich jetzt gar nicht. So, und den werden wir hier erstmal los. Ja, jetzt sind ja hier noch mehr solche Waffen. Die erkennen mich jetzt natürlich. Uhuhu. Wo geht ihr denn hin? Ich gehe jetzt einfach mal hinterher. Vielleicht ergibt sich ja eine Chance. Ja, da guck an. Da muss der Herr mal Wasser lassen.
Ah, das wird sein letztes Mal sein. Und tschüss. Zielkill, Einsatzziel verändert, Markenzeichenkill, lautloser Kill. Sehr schön. Drei sind schon eine Versammlung. Das ist richtig. F-Schlüsselkarte, noch eine. Gut, nehmen wir auch noch mit. Jetzt haben wir zwei verschiedene. Dominiert. Was ist dominiert? Geist-Sammler? Nein. Hier dominiert. Entkommen Sie ungesehen. Oh, Tachchen. Lass mich mal vorbei. Dankeschön. Kontrollpunkt aktivieren. Und jetzt geht's hier rein. Wir haben doch alle die Geschichten gehört, oder? Über die verschwundenen Mädchen. Ich dachte, es wäre nur ein Gerücht, um uns klein zu halten. Damit wir uns wertlos vorkommen. Als könnten wir einfach verschwinden, ohne dass es jemand bemerkt. Oder dass es jemanden interessiert. Verstehst du? Exit. Ah, Schluss knacken. Garderobe. Hey, wer ist das? Wer ist der Typ? Das ist doch nicht. Oder? Ja, doch, doch, bin ich. Oh, shit. Er sagt, er ließ seine Freundin mit ihm unterhalten. Du musst seine Freundin nur unterhalten. Sie dürfen nicht denken, dass du ihm gehörst. Und denk an irgendwas Schönes. Wir waren alle da, Schätzchen. Zum Glück fragen sie nie zweimal. Sag mal, was passiert eigentlich in Hawaii? Ich meine, ihr sagt alle, dass es so schlimm ist. Ja, etwas in der Art. Ist das so eine Art? Aber es ist nichts, wo man wie gerne das Hinterzimmer? Ist. Sei einfach stark, Schätzchen. Aha. Also in Hawaii geht es also mehr ab. Zeig ihnen, wie gut du bist. Wer ist der Typ? Kommt mir verdammt bekannt vor. Na, schön, wenn ich dir bekannt vorkomme. Wo muss ich hin? Eigentlich. Einsatzziel verändert? Ich bin auch nur hier reingegangen. Eingehende Nachricht. Ja, hier ist Wade. Ich habe ein paar Jungs zu diesem Birdie geschickt. Wenn er für Hitman arbeitet, müssen wir ihm schleunigst die Flügel stutzen. Ruf zurück, wenn du weißt, wo das Mädchen ist. Dexter wittert ein Vermögen und ich will meinen Anteil. Bis bald, alter Junge. Oh oh. Er weiß schon, wer sie ist. Nicht gut. Sie hatten recht. Dom hat Victoria gesucht, aber ich war rechtzeitig bei ihm. Gut für Sie, Kumpel. Respekt. Er war auch hinter Ihnen her. Jemand kommt zu ihm. Ein Typ namens Wade. Der Kerl ist verrückt als eine Granatratte. Sie müssen sofort herkommen, verstanden? Die Scheiße geht komplett nach hinten los. Das wird übel, Mann. Ich rufe sie wieder an. Oh. Okay. Polizei umgehen. Oh, nee. Okay. Wir probieren's. Haben wir noch eine Flasche hier?
Geocaching. Schaut's mal alle in die Richtung. Ja. Hey, das klang merkwürdig. Dein Auftritt. Ist vergleichbar seltsam. Ich seh mal nach. Nicht gut. Nicht gut. Oh! Noch schlechter. Das hat wohl doch nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Schrotflinte. Verstärkt? Nein. Das läuft jetzt überhaupt nicht so wie geplant. Verkleiden. Sehr schön, sehr schön. Das ist nicht mehr die höchste Alarmstufe. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt hier durchkommen. Ja. Birdie, ich bin unterwegs nach Chinatown. Passen Sie gut auf sich auf. Ach ja, das sagt sich so leicht. Mann, dieser Wade, der soll doch jeden zum Reden bringen. Und wir wissen beide, dass ich eine Menge zu sagen habe. Also beeilen Sie sich. Bleiben Sie einfach ruhig.